Damals hatten wir drei Kinder und jede Nacht wanderte eins in unser Ehebett, was mich dann nicht mehr schlafen ließ, sodass ich verkrümmt eine Stunde ins Kinderbett mich hineinlegte, bis der Rücken weh tat und ich das schlafende Kind im Ehebett wieder in sein Bett brachte. Bis 4 Uhr morgens hatte ich alle Kinder durch und ich dachte, so eine verrückte Familie wie uns gibt es nur einmal. Mit der Zeit sprach ich mit anderen Eltern und dann hörte ich die gleiche Geschichte von ihnen. Jetzt sind die 4 Kinder schon ziemlich groß und es gibt viele differenzierte Erlebnisse. Man hat, als sie klein waren, sich intensiv um sie gekümmert und jetzt hast du Teenager vor dir oder junge Erwachsene und wehe, sie bemerken, dass du dich um sie kümmerst. Außerdem werden sie dir deutlich sagen, dass du zwar der Elternteil bist, aber eben nicht von ihrem privaten Leben. Aber andersrum ist es auch nicht ganz anders. Ich bin Ehemann, klar, Vater und das ziemlich intensiv, aber wer mich an einer anderen Aufgabenstellung kennengelernt hat, der traf den 59-jährigen alten Mann als Kirchenmusiker, Kindergartenmusiker, als Narr des Königs, der ungeschminkte Wahrheit verkündigt und eben auch manchmal als 12-jährigen Jungen an. Jetzt wurde ich aber mal nach meinen Erziehungsmodellen gefragt. Und ehrlich gesagt, das beste Erziehungsmodell war immer dann, wenn ich abließ von irgendwelchen Regeln und Gesetzen in unserem Haus und meine Kinder einfach nur liebte. Dann haben sie mich auch gleich viel besser verstanden. Ich denke, zwischenmenschliche Beziehung besteht immer nur aus Liebe. Jedes Miteinander regelt sich dann automatisch. Genauso ist es, denke ich, mit Gottes Gesetz. Es wurde nie aufgehoben und es wurde auch nicht gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass er diese Gesetze nicht halten kann. Nein, sie wurden gegeben, um sie mit der von Gott zuerst erbrachten Liebe zu erfüllen. Gottes Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, Fremdenliebe, Neidlosigkeit. Dagobert, was ist dein Resümee jetzt? Mein Resümee? Erfülle das ganze Gesetz Gottes? Naja, das würde erkennen lassen, dass du ein Leben in diesem Gott, in diesem Christus hast. Hast du selbst ein Leben in Christus? Wirst du anderen keine Gesetze und Regeln mehr auferlegen, weil die Liebe dich treibt. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes.